Und dafür brauche ich eben nicht die Einkaufseinrichtung zumachen und denen Geld zahlen, nicht die Gaststätten zumachen und dafür Geld zahlen. Das ist sinnlos ausgegebenes Geld, das ist sinnvoller ausgegeben an den Stellen, wo die Gefahr für die Personen droht, das zu tun. Wir haben heute leider wieder 42 Fälle zu vermelden. Das ist ein Anstieg zu den Tagen davor. Wir haben auch wieder zwei Bewohner aus einem Pflegeheim dabei und damit eine Inzidenz von 79,9. Wir haben in den Kliniken noch eine stabile Situation im Moment. Wir haben im städtischen Klinikum im Moment 11 Patienten. Davon sind 4 auf der Intensivstation. Und wir haben in der Universitätsklinik 27 Patienten mit Covid-19-Diagnose. Davon sind 7 auf der ITS. Die Lage in den Gemeinschaftseinrichtungen, darunter möchte ich jetzt zunächst Schulen und Kitas verstehen, ist es so, dass wir im Moment Fälle haben, aktuell in 3 Berufsschulen, in 12 Schulen und Horteinrichtungen, in 7 Kitas und insgesamt über 400 Kita-Kinder in Quarantäne haben, ca. 520 Schüler in Quarantäne haben, aus den Schulen 65 Lehrer und aus den Kitas 68 Erzieher. Wir schicken pro Tag zwischen 200 und 400 Personen in Quarantäne. Das ist wichtig, entscheidender als Tests in diesem Fall, weil wir Infektionsketten unterbrechen. Natürlich macht ein Test auch immer Sinn, was wir auch machen und was wir auch empfehlen. Aber entscheidend ist nach wie vor eine konsequente Einhaltung der Quarantäne. Ich sage noch mal 2 drastische Zahlen. Wir hatten im Mai bis September ungefähr in Deutschland 20 Todesfälle pro Woche. Jetzt haben wir 600 pro Tag. Das ist eine gigantische Steigerung. Und das ist jetzt eine Situation, wo in einer Dimension Menschen sterben, was niemand sich im Anfang Oktober auch nur gedacht hätte, dass wir in die Situation hereinkommen. Und das muss doch jetzt genügend Bilder sein, die man jetzt beschreibt, und sagen, jetzt muss ich mich endlich an die Situation halten und das auch über Weihnachten machen. Und ich habe hier, glaube ich, vor 3 Wochen schon mal gesagt, das Sinnvollste wäre es, bis Weihnachten uns hinhangeln, einkaufen zu gehen, die Sachen zu besorgen, Essen zu besorgen und dann ab Weihnachten wirklich mal bis 11. Januar alles runterfahren, was runterzufahren ist. Da machen wir auch keinen wirtschaftlichen Schaden, wenn wir in deren 2 Wochen mal zu Hause bleiben. Wenn wir auch nicht ins Büro gehen und wenn wir auch nur zum Nahrungsmitteleinkaufen rausgehen, aber alles andere runterfahren. Und diese Familiensituation, ob man da jetzt noch große Verschärfungen macht, den Leuten erklärt, du darfst dich mit 5 oder 6 treffen, kann ich machen. Aber ich glaube nicht, dass wir in den Familienhereien das kontrollieren können und darauf Einfluss nehmen können. Das ist ja die Illusion, die auch gezeigt hat, der Lockdown, den wir jetzt hatten, mit einer Berechnung 70%, funktioniert eben nicht, weil das alles in den privaten Räumen passiert. Und diese Sachen halten wir mit nichts auf, außer mit dem dringenden Appell an die Menschen, nehmt das zur Kenntnis. Auch ihr könnt sterben, auch eure Großeltern, gerade Weihnachten trifft man sich über alle Generationen in einem Raum, sind lebensgefährdet, wenn man sich nicht dran hält. Haltet euch an dieser Situation, dann braucht es auch keine gesetzlichen Regelungen, keine Verordnungen. Dann kriegen wir das auch über diese 3 Wochen bis 11., 12. Januar in den Griff. Da gibt es keine Schulen, da gibt es keine Kindergärten, da gibt es nichts. Da sind die ganzen Herde sozusagen unterbrochen. Das sind ab 24. Dezember 6 und 11, 17 Tage, fast 3 Wochen. Das müsste eigentlich reichen, um das Virus an der Stelle mal richtig einzudämmen. Impfzentrum, das war eine Ankündigung, 15.12. Wir sind da fertig, wir können das betriebsbereit machen, aber es wird garantiert nicht geimpft werden, weil der Impfstoff ja erst zugelassen wird am 29. Dann braucht man ein paar Tage Vorbereitungszeit. Über Silvester läuft sowas sowieso nicht. Und dann wird es im Januar losgehen, aber erst, wie gesagt, mit Impfungen in den Krankenhäusern, das machen die selber und dann die Alten. Aber dann sind die ganz wichtigen Herde, die uns Sorgen machen, die uns die ITS-Betten füllen, die damit verhindern, dass andere eine Operation machen, weil die Betten gerade voll sind, den haben wir diesen Bereich sozusagen im Griff und können dann Schritt für Schritt auch die Impfung der übrigen Bevölkerung vornehmen. Dieser Impfstoff, den wir jetzt haben, ist was Geniales. Es ist ein synthetisch hergestellter Stoff, der relativ sauber ist, der in Pulverform transportiert wird, bei einer bestimmten Temperatur dann gelöst wird in Natriumchlorid, wie viele andere Stoffe auch, und dann geimpft und gespritzt wird in den Muskel. Da kann man nicht viel bei falsch machen. Was absoluter Unsinn ist, dass eine RNA, die Spritze, in die DNA eingebaut werden kann, das ist absoluter Unfug. Also ich werde nicht zum Affen, wenn ich geimpft werde. Oder so einem anderen Lebewesen sozusagen, das daraus entsteht. Das ist ausgeschlossen. Das kann nicht passieren. Kleinere Nebenwirkungen kann man nie ausschließen, weil die mRNA produzierte über den Körper Eiweißkörper. Was die möglicherweise für kleinere Reaktionen haben, weiß ich nicht genau. Aber das kann
nichts sein, was lebensgefährlich ist. Und von daher kann ich nur jedem raten und auch der sich impfen lassen will, das zu tun, auf diesen Unfug, der da geschrieben und gesagt wird, nicht zu hören. Das ist absoluter Nonsens, sowas zu behaupten. Das ist die einzige Chance, um auch nicht wieder im nächsten Jahr, im Dezember hier zu sitzen und zu sagen, wir haben es noch genauso wie 2020. Wir möchten gerne 2021 im Sommer wieder Schritt für Schritt zum normalen Leben kommen, weil wir halten das auch nicht durch. Und Sie merken ja jetzt die großen Töne aus Berlin, alles kein Problem, die Bazooka wird rausgeholt, Geld ist ohne Ende da, hat jetzt schon ein Ende gefunden. Selbst die Kanzlerin hat schon erzählt, so geht das nicht weiter mit der Finanzierung der Wirtschaft. Das kann niemand auf Dauer finanzieren. Und da muss man die richtigen Maßnahmen machen, die man finanzieren kann. Und da kann ich eben auch selbst in Altenheim 20 Leute hinstellen. Und dafür brauche ich eben nicht die Einkaufseinrichtung zumachen und denen Geld zahlen, nicht die Gaststätten zumachen und dafür Geld zahlen. Das ist sinnlos ausgegebenes Geld, das ist sinnvoller ausgegeben an den Stellen, wo die Gefahr für die Personen droht, das zu tun. Und da sollten wir mal umschwenken, auf die richtigen Pferde setzen und nicht ständig mit Maßnahmen Geld zum Fenster rausschmeißen, was eigentlich sinnlos ausgegebenes Geld ist. Und am Ende müssen wir das alle irgendwann bezahlen und kommen in Haushaltssituationen, die gar nicht mehr tragbar sind. Das ist meine dringende Bitte, diese Philosophie und diese Strategie entsprechend auch zu ändern. Wir werden das jedenfalls im Markt so weit was beeinflussen können, machen, dass wir an den Stellen einschreiten und helfen, wo es wirklich geboten ist, das zu tun. Zur Lichterwelt will ich nochmal, was ich schon gesagt hatte, vielleicht nochmal bekräftigen. Ich verstehe das nicht. Wenn die Bevölkerung der Meinung ist, da ist es zu eng, da ist es gefährlich und sie gehen trotzdem hin und beschweren sich hinterher, ist für mich nicht ganz logisch. Ich weiß nicht, warum ich jetzt wieder sage, weil sich drei Leute beschweren, ich stelle das ein. Wenn ich es einstellen müsste, müsste ich alles einstellen. Dann sind wir in einer Situation, die ich gerade gesagt habe, die ich ab 24. für sinnvoll halte. Da müsste ich heute schon sagen, bitte ausschalten der Lichter. Zumachen der Buden, Zumachen der Verkaufsstände von den Einrichtungen. Ich sage das nicht, was die Verordnung des Landes nicht so sagt, weiß ich nicht. Ich sage das nicht, weil ich immer noch dafür plädiere, weil der Weg noch lang ist. Ist doch meine Entscheidung, dass ich mich in Gefahr bringe oder nicht in Gefahr bringe. Und nicht die Entscheidung des Bürgermeisters zu sagen, ich verbiete das jetzt, dahin zu gehen. Können wir nicht mal ein Stück weit wieder zurückkommen, dass jeder sich als Mensch sieht, als Bürger sieht und seine eigene Entscheidung trifft und nicht darauf wartet, dass der Staat irgendwas verordnet?